Hallo und herzlich willkommen im heutigen Live-Webinar. Ihr seht neben mir zwei Herren. Das ist einmal der Malte Bayer, der Vollblutwerber, und der Umberto Sachser, der Top-Verkaufstrainer. Ich freue mich, dieses Webinar heute auch begleiten zu dürfen. Heißt euch nochmal ganz herzlich willkommen. Es ist ein Expertengespräch und zwar geht es um das Thema Marketing, Verkauf. Wie gehören die zusammen? Wir möchten heute so ein bisschen ganz klar zusammenführen, was zusammen gehört. Ihr werdet im Laufe des Webinars selber feststellen, was wir damit meinen und warum das so sein muss. Ihr habt die Möglichkeit, über den Chat Fragen zu stellen. Ich werde den Chat betreuen. Und wenn es Fragen sind, die wir so nicht direkt im Chat beantworten können, dann bringe ich die Fragen auch hier vor zu den beiden Experten und wir klären das direkt live im Webinar. Warum machen wir sowas eigentlich? Kostenloses Live-Webinar, zwei Experten, der eine hier vor Ort, der andere weit angereist. Wir möchten eine starke Community für euch aufbauen. Wir möchten eine Community aufbauen mit Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Ja. Mit Menschen, die sich nicht zufrieden damit geben, dass die äußeren Umstände vielleicht auch mal nicht so sind, wie sie sich das wünschen. Mit Menschen, die sich nicht zufrieden damit geben wollen, dass irgendjemand sagt, wir sind in der Krise. Das heißt, wir bieten euch damit Möglichkeiten, wie ihr euch verbessern könnt. Wir bieten euch auch Partner, mit denen man zusammen was aufbauen kann, die beide einzigartige Dinge entwickelt haben, mit denen sie auch zu Krisenzeiten oder zu anspruchsvollen Zeiten außerordentliche Erfolge erzielt haben. Und wir haben verschiedene Dinge, die wir euch anbieten können, zum Beispiel auch unseren YouTube-Kanal. Es gibt jeden Tag ein neues Video mit viel Inhalt drin. Abonniert es einfach, schaut es euch an. Und am Ende von diesem Webinar haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit den beiden Herren und genießt die Show und nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt, stellt Fragen und gebt dann im Anschluss Vollgas. Ihr habt das Wort. Ganz wichtig wegen den Fragen. Du kannst sie in die Chatfunktion schreiben und Dirk bringt sie, wenn er sie nicht direkt in der Chatfunktion beantwortet, kommt die daher und wird direkt beantwortet. Also du selber hast die Möglichkeit, das Ganze total zu beeinflussen. Jetzt, Malte, der Traum von vielen Menschen, von Firmen, sind ja Leads. Bist du da mit mir einverstanden? Absolut. Genau. Das will jeder. Und was wir heute anschauen, Leads alleine ist schon mal ein Riesenvorteil. Richtig. Wenn du Leads hast, dann hast du schon die halbe Miete. Genau. Nur die halbe. Die halbe. Okay. Jetzt, was wir heute anschauen ist, das ist ganz speziell, wie kriegt man um Welten bessere Leads? Also man sagt ja heute, dass wenn man eine Kampagne macht, dass oft im Promille-Bereich Rückantworten, das ist ja schon genial, richtig. Normalerweise liegst du mit Mailings zwischen 0,5 und vielleicht 2-3% und dann bist du schon gut, Umberto. Genau. Dann bist du gut. Und was das Geniale ist, und das wirst du nachher auch staunen, Malte ist es gelungen mit Crossmedia. Das ist etwas, was er selber entwickelt hat. Ich sage jetzt mal über 10%, das ist bei dir so eher die Norm, richtig? Wir liegen im Schnitt zwischen 10 und 30%. Logins auf unsere Kampagnen, was schon extrem viel ist. Und das ist ja unglaublich. Stell dir mal vor, das kriegen ja oftmals die Leute nicht einmal hin, wenn sie ans Telefon gehen und anrufen persönlich. Und das kriegt er hin, ganz automatisiert. Jetzt, du hast ja Crossmedia selber entwickelt. Was ist die Idee von Crossmedia? Erzähl mal ein bisschen mehr unseren Leuten zu Hause. Ja, schau da vielleicht in die Kamera rein. Jawohl. Erzähl mal, was ist das Spezielle an Crossmedia? Das Spezielle ist, dass wir mit einer absoluten Personalisierung arbeiten. Das heißt, der Name des Kunden ist der Schlüssel. Und das hat ja schon Carnegie gesagt, der Name ist der Schlüssel. Und wir arbeiten mit Print und Online in einer Verbindung. Ja. Du hast etwas gesagt, Push und Pull. Kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen? Es gibt ja zwei Methoden, wie ich vorgehen kann. Pull kennen wir alle, das ist, jemand geht ins Internet und sucht irgendwas. Das heißt, ich gehe zu Google und suche irgendwie irgendein Thema. Da muss ich aber selbst aktiv werden.
Und das heißt, ich gehe davon aus, und das ist die Idee von Google, wenn jemand da gerade so ein bisschen am Suchen ist, dass er genau das findet. Genau. Ja. Oder auch von YouTube. Ja. Genau. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn du ein neues Produkt hast, ja, nehmen wir mal an, irgendwie ein neuartiger Motor für die Industrie. Das weiß aber keiner, also sucht er schon gar nicht danach. Genau. Oder ich habe was, was vergleichbar ist. Nehmen wir mal an, ich habe etwas, was 1000 Firmen auch produzieren. Und das haben wir ja, den Wettbewerb. Genau. Es können nicht 1000 Firmen auf Platz 1 stehen in Google. Sind wir uns einig? Das ist relativ schwierig, ja. Das ist relativ schwierig. Ja. So. Und jetzt kommen wir mit Push. Das heißt, ich pushe den Menschen an. Der kriegt von uns am Anfang erstmal eine Karte, konservativ mit der Post geschickt. Total konservativ. Die ist aber gebrandet mit seinem Namen. Er sieht eine Szene. Das kann ein Schild sein, wo er drin eingebaut ist. In dem Fall ist er jetzt hier. Das wäre jetzt der Rico. Zum Beispiel der Rico. Ja. Und der ist jetzt hier eingebaut in irgendeine Verpackungsszene. Ja. Und jetzt behaupte ich mal, gibt's wenige Ricos, die sagen, das ist sicher Werbung, ich schmeiße es sofort in den Mülleimer. Genau. Hm? Das ist der erste Schritt, den wir machen. Also Aufmerksamkeit durch den Namen. Und der zweite Schritt ist dann, dass wir einen persönlichen Link da drin haben. Weil wir wollen ihn ja jetzt wieder ins Netz holen und ich leite ihn. Viele sagen, ist das eine Landingpage, was wir machen? Es ist mehr wie eine Landingpage. Es ist eine voll personalisierte URL auf den Rico. Das heißt, wenn er die Page aufmacht, die personalisiert, das ist nicht eine Landingpage, eine personalisierte Page, dann denkt er, die wurde für mich gemacht. Richtig? Die ist für ihn gemacht, die ist auch für ihn gemacht. Ja. Das heißt, ich erhalte dann ein Fokus erstmal. Ich sehe meinen Namen, ich werde begrüßt. Ich stelle auch dann Fragen. Ich sag mal, wie in so einer kleinen Bedarfsermittlung führe ich den Menschen durch 4-5 Seiten durch. Das ist der erste Schritt. Ja. Und warum ist diese Befragung so wichtig? Dieses durch mehrere Seiten durchführen. Was bezweckst du damit? Wir bekommen erstmal raus, was er für ein Interesse hat. Genau. Hat der Mensch Interesse? Was hat er genau für ein Interesse? Wo liegt der Schwerpunkt? Wir bekommen auch schon Dinge raus über, wie tickt der? Zum Beispiel, ist er eher konservativ? Ist er progressiv? Und am Schluss gibt's dann übrigens sogar noch ein personalisiertes Geschenk. Und die können manchmal sogar total kurios sein. Genau. Lasst euch doch mal zu Hause auf der Zunge zergehen, was das bedeutet, Cross-Media. Das heißt, es geht nicht nur darum, Leads zu generieren. Diese Leads sind was, Malte? Was sind diese Leads? Also, wir machen aus einer Adresse, machen wir ein Profil. Ein Klickprofil. A, gibt's den, weil er hat geklickt. Also, das können wir feststellen, dass es den gibt. Ja. Und B, wie tickt der Mensch? Was sind seine Werte? Was sind seine Vorlieben? Wo will er hin? Um was geht's ihm? Genau. Und jetzt merkt ihr, wenn die Wirtschaft boomt und die Leute generell Freude haben und generell auf Entdeckung sind, dann ist es gar nicht so schwer, ich sage jetzt teilweise Leads zu kriegen, weil bei vielen Firmen läuft wie von selbst. In dem Moment, wo es ein bisschen anspruchsvoller wird, passiert Folgendes. Und ich möchte das ganz kurz mit dir demonstrieren, Marte. Komm mal zu mir und stell dich mal so hin. Du musst dir ja so vorstellen, das sind viele Menschen, die, und das ist jetzt Pull. Pull-Marketing, wie heute viel oft betrieben wird, mit Facebook, Google und so weiter, ja, mit YouTube, ja. Und jetzt, die Leute suchen nach etwas und die werden genau richtig dann abgeholt. Und das funktioniert natürlich bei Menschen, die auf der Suche sind. Und jetzt braucht es nur noch wenig und jetzt hat man den Lead. Geh mal bitte wieder zurück. In dem Moment, wo einem Markt ein bisschen weniger Interesse ist, ja, in dem man die Produkte weniger kennt, in dem etwas weniger bekannt ist, oder ganz viele da sind, in dem man halt diesen Schritt nicht bei dir macht, sondern bei 999 anderen, ja, dann passiert es natürlich viel weniger, dann passiert das nicht. Und dann hat man den Lied nicht, also er bleibt stehen. Ja. Und was er auch stehen bleibt, in dem Moment, wo der Markt ein bisschen anspruchsvoller wird. Und jetzt, ich weiß ja nicht, wie das nächste Jahr genau wird, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen. Eine Meinung ist, dass es ein bisschen
anspruchsvoller wird. Und das ist ja auch wichtig. Jede Krise ist extrem positiv, weil es wird immer gekauft. Ganz, ganz wichtig. Die Frage nur noch, was und wo. Ja. Und jetzt ist es so, in dem Moment, wo es ein bisschen kriselt, die Leute haben den Bedarf noch genau gleich. Die brauchen immer noch eine Pumpe, die brauchen alles noch genau gleich. Aber man denkt, das Alte geht noch. Oder es ist noch gut. Und das alte Badezimmer muss ich noch nicht umbauen. Es passt noch, weißt du? Spielt gar keine Rolle, ob privat oder im Geschäft. Die Leute bleiben stehen. Das heißt, es kommt weniger rein. Mach mal diesen Schritt. Ja, das kommt, passiert, geht bitte noch einmal zurück. Das passiert wenig. Jetzt kommt das Geniale mit Crossmedia. Dir gelingt es, diesen Schritt zu machen, weil du nicht Pull machst, du machst Push. Ich mach Push. Ja, geh noch einmal zurück. Jawohl. Und ein guter Verkäufer, der hat auch nie Angst, wenn es ein bisschen mehr kriselt, weil ein guter Verkäufer, wenn weniger reinkommt, der hängt dann das Telefon oder geht vorbei und macht genau das Gleiche. Ja. Ja, du hast recht. Das ist genau das, was wir tun. Mhm. Früher gab es Außendienstleute, gibt es heute auch noch, ist natürlich teuer. Mhm. Wir kommen wie ein Außendienstmitarbeiter 4.0. Ja. Aber ich sag mal, digital, und wir verwenden die beiden Welten. Du könntest das übrigens auch per E-Mail machen. Ja. Aber A, haben wir den Datenschutz. Genau. Ihr habt ihn auch in der Schweiz, Europa, angeglichen. Ja. Und heißt, ich darf ja nur mit Print kommen. Und B, ist die Quote, und jetzt kommt's, gegen E-Mail ungefähr 20 bis 50 Mal so hoch. Warum ist es so viel besser? Weil natürlich eins passiert ist, das Postaufkommen hat sich gesenkt. Warum? Weil jeder nur noch meint, mit E-Mail, das ist die goldene Waffe, und jeder mailt. Genau. Ja, und da sind wir jetzt dabei, und da trennt sich jetzt auch wieder die Spreu vom Weizen. Genau. Und gehen wir noch ein bisschen weiter, zeigen wir noch zwei, drei Beispiele, weil, oder bis jetzt, denkt ihr vielleicht zu Hause, ja, das mache ich ja so, wenn ich eine Mail schicke, ist es ja auch schon personalisiert. Ja. Ich schreibe ja auch schon Herr Schuhmacher an oder sonst irgendwie. Das mache ich ja alles so. Ja. Erzähl mal zwei, drei konkrete Beispiele, wie ihr das gemacht habt. Und auch, ich sage jetzt mal, welche Resultate das gebracht hat. Okay. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Autobranche. Ja. Also ich will Probefahrten generieren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Autobranche, geht die überhaupt noch? Oder was passiert da? Aber ich denke, je mehr da passiert, je mehr muss getan werden. Ja. Das heißt, ich versuche jetzt ich versuche es nicht nur, ich mach's über ein gezieltes Anschreiben, den Menschen auf eine Seite zu leiten, ihn dort zu qualifizieren, und dann kriegt er immer noch ein Geschenk. Ja. Und das hole ich gerade mal. Mhm. Das kann sein, dass das zum Beispiel sowas hier ist. Was ist das? Das ist Espresso. Und da steht zum Beispiel mein Name drauf. Volker Meier. Genau. Oder Umberto Sachs. Genau. Jetzt in diesem. Das sind Turbo Beans. Ja. Also Turbobohnen. Und wenn ich jetzt das natürlich gebrandet bekomme, ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt Turbo Beans bekommst und die stehen auf deinem Tisch mit deinem Namen und ich rufe dich jetzt an, hast du das auf dem Schirm? Genau. Also, noch einmal zurückzukommen. Malte versucht zwei, drei verschiedene Dinge zu machen. Du musst dir vorstellen, ein Lied heißt ja noch lange nicht, dass es mir leicht fällt, daraus ein Geschäft zu machen oder einen Termin abzumachen. Wichtig ist ja bei einem Lied, dass die Qualität stimmt. Und das kriegst du hin, indem sich die Leute mal gewisse Fragen ausfüllen und, und. Das heißt, du hast da einen Weg gefunden, wie du qualitativ viel bessere Leads hast. Genau. Zum Beispiel. Mhm. Ist er interessiert eher an sportlicher Ausstattung, Sicherheit beim Autokauf? Ne? Als Verkäufer brauchen wir ja immer so ein bisschen eine Bedarfserkundung. Genau. Ja? Und jetzt kommt noch etwas Geniales. Wenn du ja wieder anrufst, ist ja immer die ersten Sekunden sind wichtig. Die sind wichtig. Und jetzt, was eben das Geniale ist, die Menschen müssen ja irgendeinen Anker haben. Und was dir gelingt mit den Geschenken und mit der Anschreiben, dass wenn du jetzt anrufst, haben die gleich die Brücke vom Produkt und somit fällt dir der Einstieg leicht. Ja. Und das ist, ich kann das als Verkaufstrainer nicht genügend stark betonen, wie wichtig es ist, einen Weg zu finden, dass dieser Einstieg leicht fällt.
Ja, ich habe noch was total Kurioses, Umberto. Mhm. Und zwar manchmal in ganz, ganz, ganz langweiligen Branchen, mhm, wenn es wirklich ein Produkt ist, sagen wir mal, was irgendwie schon so unspannend ist, dass... Ja, zum Beispiel Strom verkaufen. Ja, oder ja, Strom oder irgendwie Faltschachteln oder irgendwas, was halt normal ist. Da gehen wir immer mehr zu total kuriosen, zum einen kuriosen Ansprachen mit der Karte, kuriosen Auftritten auf der Landingpage und dann aber auch kuriosen Geschenken. Und ich habe so ein Kurioses dabei in einer Box. Das haben wir gemacht für eine Firma, die macht einfach Verpackungen, mhm, und Verpackungen reißt auch nicht jeden vom Hocker, oder? Vor allem gibt es ja 2-3 Leute, ja, in Deutschland, die das auch machen, und ja, wenn es nicht in Deutschland ist, dann weltweit. Genau. Und da haben wir mit einer Idee, das ist ein, kannst du dir vorstellen, was das ist? Ja, das ist ein Vitamindrink. Nein, das ist ein Bananenketchup für besseren Fluss, wenn es um Verpackungslösungen geht. Ja, und den kann man sogar essen, der ist da drin und man kann das vielleicht sehen, der ist auch gebrandet auf den Felix in dem Fall. Ne? Per Zufall heißt dieser Mensch Felix, doch? Per Zufall heißt er so, genau, natürlich. Das heißt, wenn ich anrufe, und du bist ja Profi im Anrufen, mhm, wie würdest du da vorgehen? Ich rufe den jetzt an, was sage ich dann? Ja, ich würde sagen, ja, ich würde den Bezug nehmen auf dieses Ketchup, ja, genau, Tomatenketchup. Wenn du da anrufst und sagst, wir sind die mit dem Bananenketchup, dann hast du schon mal die Türe offen. Der lacht schon. Genau. Na? Übrigens, wenn da eine Sekretärin sitzt, um was geht's? Um eine Flasche Bananenketchup. Ja, da wieder. Die hole ich aus ihrem Muster. Genau, und jetzt, oft ist es ja ganz wichtig, die Menschen, wenn du etwas erreichen möchtest, oder du musst dir vorstellen, bleib ich jetzt mal gerade bei einer Sekretärin, die ist sich ja gewöhnt, Leute abzubimmern. Und wenn alle gleich vorgehen, dann ist sie in ihrem Muster drin und es fällt dir leicht. Wenn du sagst, um was geht es? Um Tomatenketchup, ja? Es ist oder Bananenketchup, ja? Dann ist sie schon mal aus ihrem Muster raus. Ja. Und um das geht's. Ja. Man nennt es ja auch Pattern Interrupt, also Musterunterbrechung. Genau. Wir machen das in der Ansprache. Ja. Wir machen es mit dem Geschenk und jetzt kommt dann ihr wieder mit dem Telefon und da merken wir ja ganz oft, jetzt kommt ja das Thema, was uns so wichtig ist. Ne? Warum machen wir das heute? Weil wir ja ganz oft merken, was brauche ich im Follow-up jetzt? Ne? Also es ist ja ganz oft, dass Leute sagen, da sitzt noch eine Sekretärin, da sitzt noch jemand aus dem Innendienst, ihr telefoniert ab. Das kann oft nicht funktionieren. Ne? Warum? Weil oft die Schulung fehlt. Ja. Das ist ja dann wieder euer Thema, diese Menschen ins Boot zu holen, dass es nicht nur heißt, sie hatten keinen Bedarf. Genau. Genau. Der Kunde braucht nichts. Genau. Erzähl mal da ein bisschen genauer. Machen wir so vielleicht 1, 2, müssen aufpassen, dass wir da nicht drankommen. Jawohl. Ja, wir haben noch ein schönes Mikrofon, das verstärkt das Ganze. Malte, erzähl mal unseren Leuten zu Hause, was da gerne falsch gemacht wird, weil jetzt haben wir etwas Interessantes. Malte gelingt es mit Crossmedia, dass wirklich viel mehr Anfragen passieren. Also im Extremstfall, ja, bis 30% ist richtig. Im Extremstfall sogar mehr, ja. Sogar mehr. Das heißt, von 1000 wären das wie viele? Also gehen wir mal davon aus, von 1000 klicken sich 100 bis 300 auf unsere Kampagnen ein. 100, und das ist ja normalerweise, sind das Faktor 10, Faktor 100 weniger. Ja. Aber was passiert jetzt trotzdem? Es passiert eins, dass wir natürlich Leads liefern und jetzt geht es darum, dass der Kunde diese Leads abarbeitet und dass er sie vor allem professionell, konsequent und auch mit der entsprechenden Schulung nachverfolgt. Ne? Also das heißt, nur anrufen und zu sagen, wir sind ihm im Ketchup, reicht oft nicht. Ne? Genau. Vielfach wird nicht einmal diese Chance genutzt. Auch die nicht. Ja? Jetzt erzähl mir mal, du bist ja schon viele Jahre unterwegs. Ja. Und wir haben ja wie zwei Welten. Wir haben ja eine Welt, Werbung, Marketing,
und dann haben wir die zweite Welt vom Verkauf. Hm. Was ist dir mit diesen zwei Welten aufgefallen? Ganz oft merken wir das, ja, dass jemand sagt aus dem Marketing, ja, ja, wir sind Marketing und hier ist der Vertrieb oder der Verkauf. Ja. Also oft ist das ja gar nicht verzahnt. Genau. Ja? Oft ist es sogar so, dass der Vertrieb sagt, Marketing hat wieder was gemacht. Genau. Was genau, wissen wir auch nicht. Ja, wir haben nur so dumme Adressen. Also das immer, dann diese Leads noch, man hat einen negativen Eindruck zu diesen Leads. Richtig. Ja, so blöde, wie sagen Bananenketchup-Leads. Genau, genau. Was, ja. Ja. Oder ganz oft versteht das Marketing auch gar nicht das Thema Leads generieren, weil die oft sagen, naja, wenn wir was machen, muss es halt irgendwie schön sein, das muss irgendwie, sagen wir mal, da ist oft der Anspruch eher daran, dass alles hübsch aussieht, egal was es bringt. Ja. Ha? Und wir haben ja eigentlich zwei Problematiken. Einerseits haben wir die Problematik, bringen wir die Leads hin? Und andererseits haben wir die Problematik vom Verkauf, bringt er die Leads alleine hin? Und macht er genügend Verkäufe? Wir haben ja wie zwei Welten. Wir haben oft Marketing, das funktioniert, aber der Verkauf, der nicht die Umsetzung macht. Oder wir haben den Verkauf, der die Umsetzung machen könnte, aber wir haben nicht das Marketing, das genügend Futter gibt. Genau. Das heißt, die Probleme liegen ja oft an unterschiedlichen Orten. Und jetzt nehmen wir mal an, ja, die machen ein gescheites Marketing. Ja. Und jetzt hast du diese Leads. Erzähl noch ein bisschen mehr, was da falsch gemacht wird, wenn diese Leads reinkommen. Weil den Leuten ist es zu Hause vermutlich immer noch viel zu wenig bewusst, dass man da verliert. Gut, es fängt an vom konsequenten Nachfassen, über die richtigen Fragen stellen. Also, wenn sich jemand einloggt, wenn jemand sich das Geschenk sichert und mir noch über 5, 6 Klicks ein Profil gibt, gehen wir mal davon aus, dass der was braucht. Genau. Ne? Es gibt auch die Aussagen oft vom Vertrieb, der braucht nichts, obwohl er sich durchgeklickt hat. Also das heißt, da fehlt das clevere Nacharbeiten, um die Kurve denken, mal zu schauen, was will der eigentlich? Ja. Ne? Und warum passiert das? Es passiert oft aus Unwissenheit, weil die Leute einfach mit Verkauf denken, wir rufen einfach mal an. Das ist vielleicht der Punkt. Wir rufen da mal an und er gibt da mal eine Antwort. Genau. Das ist nicht Verkauf. Richtig. Richtig. Weil, und das ist das hochinteressant, ich habe mit dir schon ein paar Mal geredet, es nützt noch nichts, viele Leads zu haben. Du musst die auch handeln können. Du musst sie handeln können. Genau. Und jetzt gibt es unterschiedliche Gründe und ich möchte mal ein paar Antworten geben. Es sind mehrere Antworten, die nach meiner Meinung wichtig sind. Nehmen wir jetzt mal an, du hast solche Leads. Der erste große Fehler, der gemacht wird, es wird zu wenig oder zu spät nachgefasst. Ja, warum passiert das? Weil es vielleicht kein richtiges Follow-up oder Reporting gibt. Genau. Was wir übrigens lösen, bei uns gibt es ein Tool, ein Software-Tool, wo ich live sehe, ich sehe den Lead live reinkommen. Mhm. Ja, verwenden wir oft auch dazu, in schwierigen Branchen, nennen wir mal Hoteliers, die rennen ja den ganzen Tag im Hotel rum. Wenn ich weiß, dass er jetzt da ist im Büro, kann ich sehr zeitnah anrufen. Genau. Ja? Der zweite Punkt ist, der anruft, ist nicht speziell geschult. Ja. Ja, warum passiert das? Weil oft in den Betrieben vielleicht auch wenig Wert darauf gelegt wird. Es wird schon gehen. Und warum legen Sie so wenig Wert darauf? Kann sein, dass man Kosten scheut, kann aber auch sein, dass man es so vernachlässigt einfach. Das nicht bewusst ist. Ja, nicht bewusst. Du musst dir ja vorstellen, den Menschen ist extrem bewusst, dass es wichtig ist, Leads zu generieren. Ich habe vor ganz vielen Jahren mal, das ist jetzt 20 Jahre her, und es gibt eine Computerfirma auf der Welt, die sind die Nummer 1 dazu mal gewesen im Direktvertrieb. Ich sage nicht, wie die Firma heißt, sie beginnt mit D. Ja, hört mit D auf, aber ich sage den Namen nicht. Ja, gut. Okay. Und
Das ist viele Jahre her und die haben so Kampagnen gemacht, so eine gesamtschweizerisch, was kostet noch schnell mal? Die haben doch mit Inseraten gearbeitet, in allen großen Zeiten. Ja. Was kostet so eine Kampagne mal schnell? Ja, die kann für so eine Firma mehrere Hunderttausende bis in die Millionen reichen. Genau, ne? Ja, wir reden dort dazu mal von über 1 Million. Mhm. Die Leute so zu schulen, dass es Verkäufe gibt, hätte 50.000 dazu mal gekostet. Mhm. Wenn man noch ein bisschen noch intensiver nachgeschult hätte, vielleicht 80.000, einfach um die letzten auch noch abzuholen. Und dann haben die gesagt, wir haben das Budget nicht für die Schulung. Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn man jetzt nicht 1 Million in die Werbung investiert, sondern nur 920.000, wäre es dann viel schlechter. Sagen sie nein. Ja. Und wenn man dann da das Mehrfache rausholt beim Nachfahren, wäre doch sinnvoll. Schon, aber das sind eben 2 verschiedene Budgetposten. Für die Werbung haben wir das Geld. Das macht für die Schulung nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt macht ihr so eine Kampagne. Wann macht ihr die nächste? Ja, ein paar Monate später. Dann sage ich, dann müssen wir ein paar Monate später die Schulung ja nicht mehr machen, nur noch ganz kurz, weil sie schon könnten. Ja, das stimmt. Unter dem Aspekt lohnt sich das? Ja, schon, aber wir können es nicht. Merkt ihr? Und das ist einer der Hauptgründe. Den Menschen ist viel zu wenig bewusst, wie wichtig es ist, den Verkauf zu schulen. Und Dale Carnegie hat vor vielen Jahren mal gesagt, du solltest von deinem Einkommen, was du persönlich hast, jedes Jahr zwischen 5% und 10% in deine persönliche Aus- und Weiterbildung investieren. Das kann Persönlichkeit sein, das kann Mindset sein, das kann Verkauf sein, das kann Kommunikation sein, das kann Sprache sein, wie man es richtig formuliert. Und es wird nicht gemacht. Es wird nicht gemacht. Genau. Jetzt schauen wir den nächsten Punkt an, habe ich schon gesagt. Um da gut nachzufassen, ist die Einstellung Mindset wichtig. Dann wieder der nächste Punkt ist, es nimmt jemand ja ab. Und deshalb ja zuerst mache ich den Bezug. Und dann würde ich trotzdem, obwohl er ja vorher schon Fragen ausgefüllt, mal fragen, hey, was hat sie speziell angesprochen? Hm. Was hat sie überzeugt? Ja, warum könnte diese Frage so sinnvoll sein? Wenn ich da noch einmal ihn nach dem Beweggrund frage, weshalb er diesen Schritt gemacht hat. Warum kann diese Frage sinnvoll sein? Damit du eben herausbekommst, was will der eigentlich? Um was geht's dort? Ne? Ja, genau. Oder du musst dir vorstellen, es geht ja darum, dass die Menschen, die sind ja emotional gesteuert. Und in dem Moment, wo jemand da reagiert, ist der emotional, das wäre der beste Zeitpunkt. Also in dem Moment, wo er es einschickt, wäre es gerade interessant, 2 Minuten später den anzurufen. Zum Beispiel. Ne? Deshalb nennen wir das Ganze auch unsere Art des kosmedialen Marketings, heißt Mimikry-Marketing, weil Mimikry kommt aus der Naturwelt. Ja. Nehmen wir einen Nachtfalter, der an einen Baum fliegt. Ja. Den erkennst du da nicht mehr, weil er sieht aus wie Holz. Genau. Das heißt, wir haben gesagt, wir kommen eigentlich nicht wie hartes Marketing, sondern wir kommen wie ein guter Freund. Da steht mein Name drauf. Genau. Und dieses Mimikry, diese Endsilbe Gree, kommt aus dem Schottischen, die heißt Überlegenheit, sagen wir das Wort kombinieren. Ja. Also wir kommen, und das verstehen viele gar nicht, eigentlich aus dem Impuls, aus dem Bauch, aus dem Gefühl, das hat mich angesprochen, ich fand das Ketchup irgendwie gut oder die Bohnen oder wir haben auch eine Nasenpfeife aus dem Schwarzwald. Ja. Und jetzt muss ich ihn abholen. Genau. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin Verkäufer von Industrieschlüsseln und ich möchte meine Firma vorstellen, dann bin ich raus aus dem Thema. Genau. Das heißt also, du machst den Bezug. Und jetzt fragst du noch einmal, was ihn genau bewogen hat. Und diese Frage, was ihn bewogen hat, führt dazu, dass er noch einmal in die Emotionen kommt. Darf ich dich noch einmal dahin bewegen? Jawohl. Oder du musst dir vorstellen, es passiert irgendetwas. Du machst jetzt Push. Und jetzt in dem Moment, wo er das ausfüllt, auf diese Landingpage geht, personalisierte, hast du ihn gepusht. Und jetzt kann es ja sein, dass 1, 2, 3, 4, 5 Tage vergehen, bis man den nachfasst. Und jede Minute, die vergeht, gehen seine Emotionen runter. Und es geht nicht so runter, es geht am Anfang steiler und dann flächer. Ja. Und jetzt geht's darum, darf ich dich noch einmal so hinbitten?
Es geht ja darum, dieses Gefühl wieder hinzukriegen. Und wenn du jetzt ihm sagst, hey, was hat sie motiviert, bringst du ihn wieder in diese Gefühlswelt rein. Umberto, wir merken, die Zeit ist ein Faktor. Ja. Und wir merken aber auch tatsächlich, wenn man ihn sogar nach 5 Tagen anruft, dass der Turbo Beans bekommen hat, dass der Bananenketchup bekommen hat, das weiß er von der ganzen Woche noch. Genau. Das heißt, du hast nur schon per se einen Verstärker. Und der Verstärker machst du noch stärker, indem du zusätzlich noch, also du hast wie ein Turbo und dann lädst du zu diesem Turbo noch einen Kompressor dazu. Richtig. Genau. Und hast du die ultimative Leistung. Genau. Und jetzt, wie geht's weiter? Und jetzt je nachdem, was du verkaufst, erzählst du während einer Minute, es kann auch 30 Sekunden sein, maximal eine Minute, weshalb andere das gemacht haben. Das heißt, du hast jetzt ja sein Profil, du hast seine Fragen und jetzt geht es ja darum, nicht ein Monolog zu führen, sondern ein Dialog. Und es geht darum, dem Gespräch eine Richtung zu geben und dem Gespräch so eine Richtung zu geben, dass wenn du eine Frage stellst, dass er die richtigen Antworten gibt. Und das mache ich ganz, ganz einfach. Das heißt, ich erzähle, weshalb andere, die eine ähnliche Situation haben, das so machen. Und ich, ganz, ganz wichtig, in so einem Fall sage ich nicht, für sie ist wichtig, ich habe das sie draußen. Sondern für andere ist wichtig. Genau. Für den Kunden X war es wichtig. Genau. Weil wenn ich 5 Dinge sage mit sie und nur ein einziger falsch ist von diesen 5. Alles falsch. Ja, genau. Wenn ich aber 5 Dinge sage und nur einer richtig, wenn es andere betrifft, ist er im Boot? Ist er im Boot. Und darum ist diese, ich sage dem, das sind die sogenannten höheren Wirklichkeiten, lernt man bei mir am Seminar, das ist ein richtiger Turbobooster. Höhere Wirklichkeiten sind natürlich sowieso interessant. Übrigens, all das, was ich je gelernt habe bei dir am Seminar, all das Wissen, was wir übernehmen können, arbeiten wir in unsere Kampagnen ein. Das ist der Trick, warum das auch so extrem gut funktioniert, dass es nicht nur eine Bildpersonalisierung ist, nicht nur Kaffeebohnen oder irgendwas, sondern es ist die Kombination aus, es sind ungefähr 250 Punkte. Wo sitzt der Button? Wie sieht er aus? Wie spricht man ihn an? Du weißt ja, manchmal kann ein Wort doppelten Erfolg bringen. Ja, und das sind die Feinheiten. Da sind wir. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Verkauf. Oder jemand, der nachfasst, die sind oft nicht schlecht. Aber nicht schlecht heißt nicht gut. Richtig gut. Ja, ich mache nachher noch eine Quotenrechnung. Ja. Die wird auffallen, wenn ich nachher die Quotenrechnung mache. Ja, wenn ich 3 Stellschrauben verbessere, kann das bedeuten, dass ich 8-mal mehr Erfolg habe. Ich zeige es nachher. Mhm. Mit nur 3 Stellschrauben. Ja. Komm noch einmal zurück. Jetzt, wenn ich diese 1 Minute Information gemacht habe, also 1 Minute ist das Maximum, kann auch kürzer sein. Und jetzt drehe ich den Spieß und jetzt sage ich, Herr Bayer, nur mal angenommen, Sie machen das. Mhm. Was ist Ihnen wichtig? So. Gut. Oder was soll es Ihnen bringen? Je nachdem, was müsste passieren? Was müsste passieren? Genau. Also, das kann ein bisschen unterschiedlich sein beim Produkt, aber ich sage zuerst, nur mal angenommen, Sie machen das. Warum ist dieses Angenommen so wichtig? Darf ich dich noch einmal hier bitten? Du musst dir ja vorstellen, da steht der Mensch. Und wenn er kauft, steht er da vorne. Geh mal bitte noch einmal da nach vorne. Und jetzt geh noch einmal bitte wieder zurück. Der Kunde gibt da bessere Antworten als da. Und wenn ich jetzt sage, nur mal angenommen, Sie machen es, jetzt ist er da vorne. Was ist Ihnen wichtig? Eine bessere Antwort. Mhm. Ja. Und ähnlich formulieren wir auch unsere Texte. Ja. Das heißt, wenn man da eine Verzahnung hinkriegt, ist die Kampagne mit dem Telefon hinten am Schluss oder danach, im Nachgang, ich will mal sagen, eine Bombe. Genau. Ist eine Bombe. Genau. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt gibt der Kunde Antworten. Und jetzt ist wichtig, dass ich lerne, diese Antworten aufzuschreiben. Du bist ja schon oft bei mir gewesen. Wenn ich jemandem eine gute Frage stelle, was machen die meisten Verkäufer falsch? Sie wissen die Frage hinterher nicht mehr, haben sie nicht aufgeschrieben und können sie nicht wiederholen, wenn es dann notwendig ist. Ne? Und wenn die ersten 2 Antworten kommen, was machen die meisten?
Sie glauben, dass das Richtige ist. Genau. Sie geben zu schnell Antwort. Ja. Also darum eine Frage stellen und einfach ruhig sein. Sprechen lassen. Mhm. Stell mir doch mal so eine Frage, ganz spontan. Also jetzt, du hast ja Mitarbeiter. Ja. Jawohl. Mehrere. Ja. Und du machst ja selber Kampagnen. Jetzt nur mal angenommen, deine Mitarbeiter machen meine Schulungen. Ja. Was ist dir wichtig und was soll es dir bringen, damit du hinterher sagst, es hat sich richtig gelohnt? Ja, dass sie natürlich besser werden. Ganz wichtig, besser werden. Besser werden. Dass wir natürlich einen höheren Abschluss bekommen. Ja. Also mehr Abschluss. Wir sind ja immer nutzenorientiert, also wollen wir aufs Ziel, Fokussierung. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Mhm. Ich will vielleicht auch mit weniger Aufwand mehr erreichen. Das ist natürlich schön, ja. Ja, und er schreibt mit. Ne? Man kann es sehen, du schreibst mit, obwohl ich die Schrift nicht lesen kann. Ja, gut. Liegt vielleicht an der Brille. Jetzt nicht anders. Also merkt ihr, was ist dir auch noch aufgefallen? Was macht meine Stimme in dem Moment? Du modellierst, du sagst, jawohl. Also du gehst auf mich ein. Genau. Und ich werde ruhiger. Und du wirst ruhiger. Ja. Dann komme ich mehr raus. Ne? Genau. Und wie lange mache ich das? Bis er ruhig ist. Genau. Und jetzt kommt ja das Geniale. Je nachdem, was er jetzt da gesagt hat, kann ich Wünsche wecken, die er noch gar nicht gesagt hat. Oder? Und ich weiß ja vorher im Prinzip schon, was er ausgeführt hat. Wie sieht es bei dem und dem Punkt aus? Hm. Oder wenn das und das möglich noch ist für Sie, wie denken Sie darüber? Ja. Merkst du, also du kannst jetzt ganz gezielt beginnen, Wünsche zu wecken, die er nicht gesagt hat. Oder du kannst auch Dinge hinterfragen. Du hast gesagt, weniger Aufwand, mehr erreichen. Warum ist das so wichtig für deine Mitarbeiter? Was ich ja auch oft merke ist, und das glaube ich, ist für viele Firmen auch der Schlüssel. Egal, was passiert im Verkauf, aber die Leute sind relativ schnell verschlissen. Das heißt, die Sekretärin, die Vertriebsmitarbeiterin, die ohne Schulung irgendwas abtelefonieren muss, die macht es einen Monat, vielleicht zwei, dann ist sie krank und irgendwann nicht mehr da. Genau. Also wenn du keinen Erfolg hast, dann macht's auch keinen Spaß. Super. Ich komme nachher noch auf diesen Punkt zurück. Und ist euch aufgefallen, wo ich hinterfragt habe, hast du automatisch mehr erzählt. Und vielleicht noch einmal ganz zurück. Es sind ja nicht nur die Sekretärinnen, also die da nachfassen, es auch sind die Verkäufer natürlich. Warum auch die verschleißen auch die Verkäufer? Ohne Erfolg wirst du in jedem Bereich verschleißen. Ja. Und auch Verkäufer, die sonst gut verkaufen, die plötzlich so viele Anfragen kriegen, auch die haben teilweise nicht Erfolg. Warum? Weil sich zum Beispiel der Markt verändert gerade. Mhm. Also wir kommen aus dem Bedarf und jetzt geht irgendwas runter. Mhm. Also Veränderung vom Markt. Genau. Viele denken auch, bisher lief's ja. Das war ja auch kein Verkauf. Ne? Ja. Verkauf ist ja, wenn der Kunde Nein sagt. Genau. Genau. Na? Ich möchte euch jetzt mal ganz kurz eine Grafik einblenden lassen. Ja, ich lasse den Leuten eine Grafik einblenden. Und ich möchte ganz kurz mal zeigen, blendet ihr mal die Grafik ein, was es heißt, die Quoten zu verbessern. Weil im Verkauf geht es immer um Quoten. Ja, okay. Ich habe da ein Rechenbeispiel. Wenn es mir gelingt, aus 1000 Kontakten 50 Leads zu kriegen, 5%, sind wir uns einig, 5% wäre ja schon eine richtig geniale Kampagne. Wir reden da jetzt nicht von 5 Promille oder von 1%. Ja, 5% ist schon richtig gut. Nicht so gut wie du. Jetzt machst du sie mit uns. Mach 10% draus. Ja, lass mir mal bei 5. Jetzt nehmen wir jetzt mal an, ich habe 50 Leads. Und ich habe eine Quote von 10%. Das wären 5 Abschlüsse. Ja. Das ist gar nicht schlecht. Viele Kunden sind zufrieden, wenn sie das hinkriegen. Und jetzt, wenn man davon ausgeht, ein Abschluss gibt 1000 Franken Umsatz, dann hätte man aus 1000 Kontakten 5000 Umsatz gemacht. Mhm. Und viele sind da zufrieden. Und jetzt möchte ich aufzeigen, wenn ich 3 Quoten verbessere, dass ich eine 8-Verachtfachung kriege. Also, es ist möglich, wenn ich es geschickt mache, aus 1000 Kontakte
10% Leads zu kriegen. Mhm. Du hast ja teilweise noch mehr. Das heißt, eine Verdopplung. Verdopplung, okay. Hätte ich 100 Leads und nicht mehr 50. Ja. Ich kann aber auch, wenn ich die Dinge beginne anzuwenden, nicht jeden zehnten verkaufen. Ich kann jeden fünften verkaufen, habe eine Abschlussquote von 20%. Und wenn ich es richtig mache, sind wir uns einig, habe ich mehr als 20%. Und wenn ich richtig mache, habe ich mehr als 10% Leads. Also das ist möglich. Ja. Dann hätte ich ja 20 Abschlüsse. Und jetzt ist es so, wenn ich ein Verkaufsgespräch gut führe, mache ich oft nicht 1000 Umsatz, sondern ich nütze das Potenzial mehr aus und mache 2000. Verdopplung wieder. Und wenn ich dreimal eine Verdopplung habe, gibt das 40.000 und nicht 5.000. Das also heißt, eine Verachtfachung. Genau. Und das ist vielen nicht bewusst, wie stark Verkauf funktioniert. Ja. Okay. Interessant. Umberto, letztendlich hängt alles mit einem zusammen. Ja. Wir können lang theoretisch reden. Wir sagen immer, alles lebt vom Tun. Kreativ ist nur der, der seine Ideen in die Tat umsetzt. Letztendlich musst du etwas tun, sonst bewegt sich nichts. Genau. Das ist die Formel. Sag mal kurz, für unsere Leute, die zuschauen zu Hause, was kann jemand machen, um von dir zu, oder was empfiehlst du zu machen? Dein Produkt ist ja nicht für alle geeignet. Es braucht gewisse Voraussetzungen. Also, welche von den Leuten, die zu Hause jetzt dazusehen, was müssen die für Voraussetzungen haben? Und wann könnte es sich für Sie lohnen, mit dir zu tun zu haben? Also letztendlich musst du ein Produkt verkaufen und das Produkt ist hinterher bei uns ganz oft erklärungsbedürftig. Also Beispiel, ich verkaufe eine Maschine, ein Röntgenapparat, Dienstleistung, Beratung. Also jeder, der was zu verkaufen hat, ohne dass ich einen Online-Shop brauche. Also ich rede jetzt nicht, dass wir sagen, wir bestellen ein Shampoo im Onlineshop, da sind wir gar nichts dafür, sondern wir arbeiten für Leute, die hinterher sagen, wir brauchen Kontakte, mit denen wollen wir reden. Ja. Und das geht auch bei ganz langweiligen Branchen, wie zum Beispiel Strom oder sonst etwas. Oder? Es geht für Strom, in dem Bereich sind wir sogar unterwegs. Wir sind aber kein Generalist, wir machen nicht nur Strom, sondern wäre mal langweilig, wir machen Strom, wir machen Verpackung, Softwarelösungen, also alles Mögliche. Genau. Und weil das so unterschiedlich ist, sind unsere Kampagnen dann wieder so frisch, weil wir nicht eingefahren sind. Du kennst das. Jedes Möbelprospekt sieht gleich aus, weil halt das einer macht für ganz Deutschland. Wir sind Individualisten und das ist unser Thema. Genau. Und das kann man auch sehen, wer Lust hat, geht auf vollblutwerber.de. Dort sind Referenzen drauf, sind glaube ich 300 Referenzen mit Rücklaufzahlen. Genau, und unten steht sie eh dann noch drin. Und die Leute, steht sie drin. Also super. Jetzt da na? Beim, der wird das noch einschreiben. Ich werde jetzt gleich das Wort an dir geben, jawohl. Weil in 3 Minuten ist das Webinar beendet. Vielleicht noch, was kann man machen, um wirklich gut im Verkauf zu werden? Und Dirk wird das auch noch ganz kurz vorstellen. Ich bin ja mehr als 20 Jahre unterwegs. Die ersten Verkaufsseminare habe ich sogar 1984 gegeben. Du bist weit über 30 unterwegs. Ja, ja, aber dazu mal war ich, habe es noch neben dem Job nebenher gemacht. Seit 1994 mache ich es voll selbstständig. Mehrfach ausgezeichnet. Genau. Und ich habe ein Konzept entwickelt, wie man extremst über sich hinauswachsen kann. Und jetzt habe ich etwas Neues. Das beginnt ab nächsten Jahr, die Verkäuferschmiede. Mhm. Und das stellt alles in den Schatten, was Umsetzung betrifft. Das heißt, mir ist es jetzt gelungen, mit einem halbjährigen Programm. Leute, es spielt gar keine Rolle, ob das jemand ist, der verkauft am Telefon oder vor Ort, extremst über sich hinauswachsen zu lassen. Und wir sind ja dran, jetzt so eine Community am Aufbauen, weil, was mir wichtig ist, ich möchte mit Leuten zusammen sein in Zukunft, die Spaß haben. Mhm. Und da sagt euch Dirk noch etwas dazu. Ich möchte jetzt das Wort an Dirk Reuter geben. Ja. So, da bin ich schon wieder. Also für euch war ich ja nie wirklich weg. Ich habe ja den Chat betreut. Fand es sehr, sehr angenehm. Auch so ein bisschen auf die Dinge zu reagieren, die da so kamen. Und ich selbst fand das Webinar auch sehr spannend mit euch beiden. Für mich ist sehr deutlich rübergekommen, das gehört einfach zusammen. Das gehört nicht nebeneinander.
Du hast vorhin schon mal gesagt, es gibt so viele Unternehmen, der Verkauf macht Verkauf, das Marketing macht Marketing und die haben noch nie miteinander gesprochen. Und das finden wir unheimlich schade. Deswegen kam die Idee, lasst uns doch mal das an den Tisch bringen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Anregungen mitnehmen. Und eben, Umberto hat es gesagt, ich habe es einleitend schon mal gesagt, wir möchten eine starke Community aufbauen. Wir möchten wirklich Leute zueinander bringen und mit auf den Weg nehmen, die den Wunsch haben, mehr zu machen. Die den Wunsch haben oder die Überzeugung haben, nein, ich lasse mich nicht von äußerlichen Einflüssen oder so hindern. Und da kam die Idee der Verkäuferschmiede. Ich finde es sehr passend. Umberto damals, oder gelernter Schmied, Landmaschinenmechaniker. Und jetzt macht er Verkäufer schon seit über 20 Jahren. Sehr erfolgreich, bringt Unternehmen zur Marktführerschaft. Du mit dem, was du an Vorarbeit in der Werbung leistest, bringst Firmen an den Punkt, dass sie genau in der Startposition sind, wo die Verkäufer loslegen können. Und mit dieser Verkäuferschmiede haben wir was geschaffen, was nicht einfach nur ein Produkt ist, wo ich als Kunde jetzt halt mal irgendwelche Inhalte konsumiere, sondern man bekommt damit alles, was man braucht, um im Verkauf top zu werden. Es spielt keine Rolle, auf welchem Level du bist. Die Ausgangssituation spielt keine Rolle. Die Branche spielt keine Rolle. Fand ich übrigens sehr spaßig oder sehr spannend. Einer der Teilnehmer ist auch in der Strombranche unterwegs. Echt? Von daher hat noch gepasst. Und wir nehmen euch damit an die Hand. Jeder, der es möchte. Und machen tolle Verkäufer aus euch. Verkäufer, die Spaß dran haben, diesen Beruf auszuüben. Die Spaß dran haben, über sich hinauszuwachsen. Die Spaß dran haben, ihre Produkte auch mit den Kunden zusammen an den Markt zu bringen. Und wir haben dafür was Spezielles, was wir anbieten. Wir haben eine begrenzte Anzahl von Strategiegesprächen, die wir anbieten können. Geht etwa eine Stunde das Gespräch, ist per Telefon, kostet nichts. Wir laden euch ein, wir schicken euch noch einen Link zu, da habt ihr die Möglichkeit, euch für so ein Gespräch zu bewerben. Und in dem Gespräch finden wir gemeinsam mit euch heraus, wo drückt der Schuh? Was sind die Herausforderungen? Wo könnt ihr den besten Hebel ansetzen? Wie könnt ihr es angehen, sodass ihr euch damit in eine Startposition bringt, um wirklich durchstarten zu können? Ja. Und ich möchte die nächsten Jahre noch mehr mit meinen Kunden wachsen. Darum haben wir das gemacht. Also ganz klar, Verkäuferschmiede mit dem Start vom Strategiegespräch. Mhm. Und ihr könnt das nutzen. Ihr könnt euch jetzt anmelden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Umsetzen. Was ich so bisher im Chat mitbekommen habe, so hier und da sind auch ein, zwei Fragen aufgepoppt, wie man das Ganze denn auch bei sich irgendwo anwenden könnte. Strategiegespräch, sage ich nur. Wir werden anmelden. Euch auf jeden Fall anmelden. Auch die Kontaktdaten vom Malte Bayer nochmal zukommen lassen. Es kam auch die Frage auf nach Beispielen zu solchen personalisierten Landingpages. Findet man das direkt auf der Homepage oder hast du da einen anderen Link, den du zur Verfügung hast? Auch bei uns gibt es die Powerstunde und in der Powerstunde machen wir so eine Stunde, was kann man tun, wie geht das, wie geht's in Branche, da plaudern wir schon ein bisschen aus dem Nähkästchen und da kriegt man schon sehr viel mit, ob das was ist oder wie es auch passen könnte. Wir sind ganz konkret, ohne Theorie, ganz konkret. Ihr bekommt die Infos per Mail zugeschickt, ihr bekommt noch ein kleines Goodie, weil Weihnachten ist, nicht weil Weihnachten ist, aber sondern einfach, weil wir euch gerne da auch noch was mit an die Hand geben wollen. Bekommt ihr noch was ihr euch per Download runterziehen könnt. Und jetzt wünsche ich euch nochmal viel Spaß beim Anwenden, viel Spaß beim Umsetzen, auch viel Spaß beim Ideen generieren. Ja. Was wäre denn was für mich? Und sorg einfach noch frohe Festtage. Danke, auch frohe Festtage. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Danke. Ade. Danke.